Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Hearthstone Battlegrounds. Wir gehen heute mal wieder in die Kampfgründe und spielen mal ein bisschen wieder auf MMR. Ihr wisst ja Bescheid, Leute. Inzwischen 5700, mein höchster MMR, die ich jemals erreicht habe. Wahrscheinlich gehen wir jetzt hart unter. Ich bin wirklich, dadurch, dass ich jetzt so viel Battlegrounds spiele und lustigerweise jetzt auch ein paar andere Kumpels von mir angefixt habe, dass sie auch Battlegrounds anfangen zu spielen, wirklich ein bisschen mehr in die Materie eingestiegen. Es macht mir ultimativ viel Spaß, also die neuen Meta-Plays und sowas anzuschauen. Und Sveach ist ja auch jemand, der extrem gut ist in Battlegrounds. Der ist irgendwie auf, boah, Leute, der ist irgendwie auf 11.000 oder 10.000 oder sowas. Und das finde ich einfach absolut krank, weil holy shit, wie kann man auf so einem hohen MMR sein? Also das ist echt krank. Aber man muss einfach sagen, es ist wirklich stark. Okay, wir können hier schon mal mit Murlocs anfangen. Das finde ich ist ein ganz guter Play. Das heißt also, wir machen das so, verkaufen ihn hier wieder, kaufen ihn hier, spielen ihn wieder raus. Haben damit jetzt zwar nicht das Optimalste rausbekommen, weil ich gerne ihn zuerst kaufen könnte, aber wir hätten das Ganze dann nicht verdoppeln können. Ist also so vollkommen in Ordnung. Bin wirklich mal gespannt, wie das Game jetzt verlaufen wird. Wir haben hier interessante Helden gegen uns, vor allen Dingen Deathwing ist da so ein Dude, wo ich immer ein bisschen Respekt davor habe, weil er ist halt mit seiner Hero-Ability relativ stark. Murlocs sind tatsächlich, oder meiner Meinung nach, meistens nur stark, wenn du so ein bisschen diese Buffer mit ins Spiel reinbekommst. Das heißt also, hier, du gehst schlussendlich über Brand Bronzebeard plus diese ganzen, gib allen plus 1 plus 1, gib allen plus 2, plus 2 Durability, Quatsch, Durability, 2 Leben oder sowas. Das sind alles sehr, sehr gute Sachen, aber man kann das halt oftmals einfach gar nicht spielen. So, wir gehen jetzt hier. Ich glaube tatsächlich, dass die Drachen sogar noch ein bisschen cooler wären als die zwei Kätzchen. Das ist auf jeden Fall ein starker Start. Sehr, sehr starker Start. Und wir sind relativ variabel. Je nachdem, was wir jetzt in den nächsten Zügen encountern werden, werden wir halt kaufen. Wir haben auf im nächsten dann auf 2 sehr, sehr gute Möglichkeiten. Können dann auch einen Sell machen, je nachdem, wie wir uns ausrichten wollen. Haben hier auch wieder eine 100%ige Winrate. Hätten hier für 2 nochmal zu. Ist GG. Er kriegt hier für 4 ins Gesicht. Und wir gehen auf das Level Up. Natürlich war das jetzt nicht der einfachste Play, das so zu entscheiden, aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, mit Milhouse so schnell wie möglich eigentlich auf die nächsten Taverns zu kommen, weil du sonst viel zu sehr hinterherhinkst. Du musst dir mal überlegen, alle sind jetzt mindestens, okay, außer er hier, sind mindestens jetzt schon, keine Ahnung wie lange, auf einer Stufe höher und das ist halt absolut nicht cool, wenn du da Ewigkeiten wartest. Okay, gegen Toki hier auch nochmal einen Sieg rausgeholt. Das ist sehr, sehr schön. Deathwing ist immer noch ungeschlagen, genauso wie wir. Ist aber unser nächster Gegner. Das heißt also, wir versuchen hier auf... Oh, wir könnten auch auf Demons nochmal zusätzlich gehen. Aber ich denke tatsächlich, wir haben jetzt unseren Weg gefunden. Oh wow, wir können trotzdem auf Demons gehen, Leute. So. Damit haben wir doch schon ziemlich was aufgebaut. Die Sache ist halt, wenn er jetzt gute Divine Shields hat oder alternativ dazu irgendwie was in die Richtung mit Respawn oder sowas. Oh, entschuldigt bitte. Wie zum Beispiel hier Imprisoner oder so. Kann er uns outvaluen, einfach weil die Minions so viel Schaden machen, wieder geresummoned werden, wieder so viel Schaden machen und so weiter und so fort. Das ist nicht optimal, aber hier haben wir eine 100%ige Losing Rate. Holy shit, Alter, er hat halt jetzt schon die Ratten am Start und zwar so viele einfach nur.
Da können wir leider nichts machen. Das habe ich schon fast kommen sehen. Wenn du halt mit Deathwing wirklich so einen guten Pure Draw hast, kannst du eigentlich nur darauf hoffen, dass du nicht so viel aufs Maul kriegst, wenn du gegen ihn spielst. Der wird auf jeden Fall ohne Damage jetzt komplett durchgehen bis, keine Ahnung, relativ hoch auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, bis auf Tavern 5 oder so. Okay, Max können wir hier auf jeden Fall nichts damit anfangen. Das heißt also, wir gehen hier für ein Upgrade. Und eigentlich sollten wir jetzt noch eine Runde rollen, deswegen verkaufen wir das hier und gucken, ob wir vielleicht was freezen können an der Stelle. Wollen wir auf Dämonen gehen? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich werde es trotzdem freezen, weil wir hier einmal wir hätten Wrath Reaver plus Murloc Tidecaller. Spielen jetzt gegen eine Alex, die auch schon auf 3 ist. Ja, wir hinken halt jetzt ein bisschen, Leute. Wir hinken, aber wir sind noch nicht geschlagen. Ich glaube tatsächlich, wir müssen von unseren Drachen uns verabschieden. Wir haben dann hier 2, 4 Hero Ability, wären 6. Das heißt, wir könnten uns noch einen Minion nach unserem Roll kaufen. Die Alternative wäre, dass wir Shift of Zeros nehmen und über Shift of Zeros hier erstmal ein bisschen uns carryen lassen, hoffentlich, weil der uns einen 6-Drop gibt. Aber das ist halt so diese Random-Frage. Ihr kann ja auch theoretisch einen 1-Drop geben, deswegen nicht gerade der klassische Dude, den man sich hier eigentlich kaufen möchte. Aber wir brauchen hier was zum Etablieren. Das heißt also entweder Demons oder Murlocs. Das werden wir dann rausfinden. Okay, Dragons sind hier gesagt. Dragons sind hier gefragt. Wir hitten den kaputt. Er hittet hier gar nichts kaputt. Das ist sehr, sehr gut. Damit kommt er wieder mit Divine Shield. Und das ist ein GG. Sogar ein sehr, sehr gutes. Auch wenn wir nicht wirklich viel Damage austeilen durch unsere hohen Minions, hauen wir hier trotzdem viel Damage raus durch unsere Masse, die immer überlebt. Okay, bye, bye, roll, bye, bye. Gut, das heißt also, wir verabschieden uns von unseren Drachen. Wir verabschieden uns von unseren Drachen. Und ich glaube tatsächlich, lasst mich mal gucken. Beasts, Dragons, Mixed Minions, Beasts, Demons, Dragons, Dragons. Das heißt, wir haben hier schon mal viele Drachenspieler. Wir haben keinen Murloc, keinen Demon-Spieler. Drachen sind natürlich sehr, sehr gut gegen Murlocs, solange die Murlocs kein Poisonous besitzen. Ich überlege mir hier gerade echt zu freezen, aber einen Freeze für einen Minion, den wir nicht mal aufs Board irgendwie spielen könnten, wäre jetzt erstmal super optimal, meiner Meinung nach. Deswegen warten wir einmal ab und schauen, was wir kriegen könnten. Ich glaube, wir 100%ige Losing Rate. Angenehm. Sehr, sehr angenehm. Es sind halt einfach höhere Stats. Durch die Hero Ability von ihm ist es halt einfach insane. Es wäre schön gewesen, wenn wir hier noch einen wegnehmen könnten, aber ja, er hat halt wirklich seine Red King Abilities sehr, sehr gut ausgenutzt. Und wir hatten keinen guten Murloc High Roll oder sowas. Okay, apropos Murloc High Roll. Okay, Leute, damit war es das mit den Demons. Damit war es mit den Demons und wir gehen hier full auf Murlocs. Ich glaube tatsächlich, das war die beste Entscheidung. So wie wir jetzt hier gehighrollt haben, war das richtig optimal. Wir können im nächsten Zug hochgehen, uns einen kaufen, hier den Murloc Tidecaller holen, dann den 5-Drop direkt bekommen. Das könnte dann King Begurgle sein und so stacken wir uns dann jetzt gleich richtig hart ins Late Game rein. Das ist wirklich gut gelaufen.
Man muss manchmal ein bisschen flexibel bleiben. Manchmal kriegt man auch ordentlich aufs Maul dabei, wenn man flexibel ist. Vor allen Dingen, weil es jetzt halt nochmal ein bisschen schwierig wird. Wie gesagt, auch Drachen können jetzt schon in dem Stadium sehr, sehr stark sein. Aber meine Minions haben halt wirklich viel Potenzial. Also stat-wise sind sie vor allen Dingen im Angriff sehr, sehr stark. Wir haben hier trotzdem eine extrem hohe Losing Rate leider. Er hittet hier zwei meiner Dudes komplett raus. Das ist ein bisschen schade. Er hier ist tatsächlich das Problemkind. Aber da können wir leider nichts dagegen machen. Mal gucken, wie er hittet. Er tötet den hier. Wir hitten hier rein, töten leider niemanden. Er tötet ihn ja noch, das ist gut. Aber hier ist leider nur der Kill durchgekommen. Es wäre schön gewesen, wenn wir Screwjank hier hätten töten können. Oder wenigstens einen Teil rausholen. Wir kriegen jetzt nochmal 9 Damage. Und müssen uns jetzt gucken, dass wir wirklich jetzt mal nachlegen. Weil sonst fliegen wir bald raus. Upgrade. Wir gehen jetzt hier nur auf die 4. Kriegen leider nichts, das wir benutzen können. Falls ihr euch jetzt fragt, warum gehst du nur auf die 4? Wir wollen jetzt hier noch weitere Upgrades abholen. Das heißt also nochmal ihn hier mitnehmen. Rollen. Den hier mitnehmen. Ihn hier rausspielen. Ihn vor allen Dingen weiter nach hinten spielen. Wir haben jetzt hier einen 8-5er liegen. Den hauen wir mal ganz 8-5 oder 8-4. Start-wise ist der 8-4er natürlich schlechter. Wir buffen sie hier nochmal, wir rollen nochmal, freezen hier und haben nochmal ein Upgrade, dass wir deutlich smarter spielen können. Okay, gegen Lich klatscht ihr gerade alle zusammen. Wir haben gegen ihn hier gerade verloren für 9. Sie hat ihn für 4 gehauen. Das heißt, wir könnten hier nochmal Damage bekommen. Aber das ist halt immer die Frage, ob das halt einfach ein guter Roll auch war von ihr, ob sie wirklich gut gespielt hatte hier wirklich oder ob das einfach nur so ein bisschen Luck war. Natürlich ist es schade, dass wir... Ich hätte hier wahrscheinlich eins hochgehen sollen, um auf King Begurgle High zu rollen. Wie gesagt, niemand spielt hier gerade irgendwie Ding. Wir sind auch immer noch auf 3, wie die... Oh mein Gott, die sind beide schon auf 5. Alex hat es nicht mal auf 5 geschafft. Das ist ein bisschen schade für sie tatsächlich. Ich glaube wirklich, das hätte ihr nochmal einen kleinen Boost gegeben. Aber Milhouse muss jetzt uns hier ein bisschen carryen, Leute. Milhouse muss ja auf jeden Fall jetzt ein bisschen carryen. Okay, das sieht gut aus. Keine Divine Shields, das heißt also Pure Damage, den wir hier brauchen. Okay, er tötet hier niemanden, das ist sehr, sehr gut. Er tötet hier leider jemanden, das ist nicht so cool. Er tötet auch niemanden, das ist gut. Wir hauen einen King Talkwoggle raus, noch einer muss gehen. Das sieht mir nach einem guten Win aus, Leute. Sehr schön. Zuckt hier mein Bein gerade. Und hinten sie für 7. Wir hitten sie für 7. Das ist nicht schlecht, weil wir jetzt hier Hero Ability Buy gehen können. Und wir spielen jetzt gegen Alex. Das heißt also, wir upgraden mal ihn hier, weil er ein Saver Keep ist. Egal in welche Richtung. Wir holen uns jetzt einen King Begurgle raus. Oder alternativ einen Primal Final Lookout. Das ist auch sehr, sehr gut. Da holen wir uns aber einen King Begurgle raus. Verkaufen ihn wieder. Kaufen King hier den Kollegen hier. Buffen ihn hier nochmal, verkaufen ihn, rollen einmal, leider kein Murloc, spielen unseren Begurgle raus und buffen alle nochmal um einen sehr, sehr großen Wert. Okay, also, wie sieht es aus? Wir haben jetzt drei Stück, die eigentlich relativ gut sind. Durch diesen Buff hier werden sie nochmal ein bisschen besser und ich denke tatsächlich, dass wir hier von den Stats leider trotzdem nicht gegen ihn ankommen. Das heißt also, ein Matchup gegen Deathwing würde uns wahrscheinlich töten. Ich glaube, es könnte sehr, sehr wichtig sein, wer jetzt in den nächsten 2 Runden rausfällt. Gegen ihn hier könnte ich mir vorstellen, dass wir jetzt inzwischen ankommen können. Wird schwierig. Wird sehr, sehr schwierig. Gott sei Dank haben wir den King Begurgle gekriegt. Ich glaube, das ist so ein Ding, das super wichtig ist für uns momentan. Wenn wir jetzt noch ein Upgrade auf den Warleader haben könnten und dann auf einen Megasaur oder sowas gehen, wäre das halt richtig nice. Auch wieder auf Drachen gegangen. Ich finde,
Drachen werden gerade wieder so gerne gespielt. Das ist der absolute Wahnsinn. Okay, das ist auch ein Kill. Er hittet hier nochmal. Er hittet hier, wird geresummoned. Hittet nochmal rein. Verlieren wir ihn leider. Wir sehen ja jetzt gleich, wie viel Damage wir hier rausholen. Das ist schade, dass Begurgle hier nicht gestorben ist. Aber theoretisch wissen wir jetzt gleich, er hat 16 gemacht. Wir machen 15. Ja, okay, das ist nicht optimal. Aber ich glaube tatsächlich, da können wir ein bisschen was machen. Tidehunter ist nicht das, was wir sehen wollen. Können wir auch gar nicht erst rausspielen. Hier haben wir unser Upgrade, aber es kostet 9. Das heißt also, wir gehen trotzdem auf das Upgrade, weil Begurgle halt einfach hier ruft. Ich denke, das ist auch der richtige Player, auf den Upgrade zu gehen, weil wir dadurch noch weitere Sachen rauskriegen können. Und Bran ist zum Beispiel eine extrem geile Sache, um immer weiter Buffer zu spielen, die uns hier was bringen. Tatsächlich haben wir da jetzt nichts rausgekriegt und werden gegen Ding gematcht. Was hat er nochmal gespielt hier? Dragons, ganz viele Dragons. Hat jetzt hier gerade Ding rausgehauen für 12. Wir sind fast, ein Game müssten wir noch überleben oder zwei, dann sind wir in der Top 4. Ein oder zwei Games müssten wir noch überleben, Leute. Möchte ich Bran weiter nach vorne setzen? Oh, sehr, sehr schwierig jetzt. Sehr, 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 sehr schwierig. Aber Bran war auf jeden Fall die richtige Entscheidung zu picken. Komm, ein Game. Gegen ihn können wir es schaffen. We can win this fight. Meine Murlocs sind so fett, Alter. Das muss jetzt klappen. Komm schon. Yes. Ach, alle da rein? Warum denn? Ist das dein Ernst eigentlich? Ach, Schweinerei hier. Okay, das Divine-Shield geht hier weg. Yes, das ist ein guter Win. Okay, nice. Sehr, sehr nice. Bran hat sogar überlebt. Das heißt also, wir hauen hier für 13 Damage. Komm, Red King, du scheidest aus, oder? Oh, nee, tatsächlich. Wer hat denn hier jetzt gewonnen? Sie haben die Equal gespielt? 25 auf den Ding. 11 für Deathwing. Oh, Tokyo hat Deathwing platt gemacht. Roll. Du bist zwar kein Buffer, aber du könntest ganz gut sein. 9-4, aber nope. Wir haben unsere Main Murlocs hier schon am Start. Nope, bringt uns auch nichts. Bringt uns actually leider auch nichts. Komm schon. Okay, der ist gut. Wir verlieren. Fuck. Shit. Das ist natürlich jetzt richtig uncool, dass wir jetzt gegen Deathwing gematcht werden. Das wird uns raushauen. Ziemlich sicher, leider. Das ist das große Problem bei Deathwing ist halt, wir haben halt leider auch nur Minions, die wirklich aggressiv sein können. Das heißt, die haben nicht so viel Leben und wir haben keine Respawns oder sowas. Das ist absolut uncool tatsächlich. Das heißt also, nach dieser Runde wird leider das Game vorbei sein. Unsere Hoffnung wird einfach nur sein, dass vielleicht er hier rausfliegt, wenn er gegen Toki gematcht wird, weil Toki wohl ziemlich stark sein könnte. Und 14 wäre da auf jeden Fall möglich. Ich habe ihm. Das Lustige ist halt, ihr müsst mal überlegen. Gut, er hat halt Divine Shield und Divine Shield ist halt sehr, sehr gute Synergie zusammen mit den ganzen. Mit dem zusätzlichen Damage, den er halt jetzt hier mal raushaut. Das Einzige, was halt passieren könnte, wäre, dass er außer diesem Red Packs plus Harvest Golem keine wirklich guten Minions hat, die irgendwas mit Resurrecten oder Divine Shield oder sonst was am Hut haben. Das wäre so mein einziger Hoffnungsträger. Ansonsten haben wir da wirklich den Lose eigentlich schon instant drin. Aber wir werden ja gleich hier in unserem Combat Calculator gezeigt, wie es aussieht. Wir verlieren hier safe. Oh mein Gott, er hat eben Mama geholt. Okay, never mind. Die Mama hätte hier aus dem Weg geschafft werden müssen, dann wäre es cool gewesen. Red Pack beschwört ziemlich wenig an der Stelle, das ist nicht schlecht. Imp Mama hättet hier, stirbt direkt. Bringt einen Dude raus, der wieder was beschwört. Das ist natürlich nicht optimal, aber
Das ist auch gut. Damit haben wir sehr, sehr viele Dudes schon mal ausgeschaltet. Hättet hier rein, ist okay. Wir hätten hier rein, ist auch okay. Hätten hier rein, ist auch okay. Oh mein Gott, wir... Oh mein Gott, wir gewinnen das. 4,4%, Leute. 4,4%. Oh mein Gott, das war gerade richtig gut, einfach nur. Komm schon, gib mir was Gutes. Okay, Rockpool Hunter. Auf unseren... Auf den hier. Der braucht das Leben. Sell Rockpool Hunter. Spielen wir den hier raus. +2/+2 auf alle. Sell him. Kaufen nochmal den hier. Nochmal einen Damage Boost für alle. Okay, gegen ihn hier mit seinem Beast könnten wir theoretisch gewinnen gegen Patchwork. Ich meine, er hat 12 kassiert von Sir Finlay. Wir haben Sir Finlay fertig gemacht in der letzten Runde. Sollte okay sein. Boah, dass wir das gewonnen haben, Leute. 4,4%. Ihr müsst euch mal überlegen, wie knapp das einfach nur war. Ich hatte echt schon Sorge, dass wir gegen Deathwing rausfliegen. Holy shit. Okay, wir tauschen das natürlich noch, die zwei, dass wir hier den stärkeren vorne haben. Den stärkeren hinten haben. Die Chancen, dass wir hier besser hitten, ist also relativ groß. Komm schon, jetzt lass irgendjemanden richtig hart rausrasseln. Das Problem ist, dass Max und Beasts, Mixed Minions ist ja jetzt gegangen. Einer von denen, also einer muss auf jeden Fall rausgeklatscht werden. Ich weiß nicht wer, aber einer muss rausgeklatscht werden. Und ich hoffe, das bin ich, dass ich in die Top 4 reinkomme. 100%ige Winrate. Okay, den schalten wir direkt aus. Haben hier den Buff, hätten da rein. Okay, schalten bitte die nächste Hydra auch nochmal aus. Dankeschön, so möchte ich es gerne sehen. Ich meine, wenn ihr seht schon selber, meine Murlocs haben von den Stats her, sind sie wirklich ziemlich krass, muss man einfach mal sagen. Also da läuft schon so einiges, aber... Es gibt ja trotzdem Problematiken, die nicht so gut sind. Wie zum Beispiel Divine Shield, Poisonous, sowas in die Richtung. Oh mein Gott. You're moving up in the world. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, die 4 Damage brauchen wir nicht. Unsere 17er ist deutlich besser. Komm schon. Please, baby. Ah, leider nicht. Oh, shit. Wo ist das Divine Shield, Leute? Wo ist das Divine Shield geblieben? Ah, dang it. Ich hätte lieber die Divine Shield genommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir spielen jetzt hier gegen Beasts. Dass wir da echt das Upgrade rausgekriegt haben, das war richtig schön. Das war richtig, richtig schön. Und es war auch eindeutig die richtige Entscheidung, hier den Murloc Warleader nochmal zu verkaufen. Ich meine, es waren 10-6er jetzt. 13-14er ist deutlich, deutlich stärker. Und die paar Damage, die er mehr machen würde, wurden jetzt durch das Poisonous so oder so rausgeholt. Also von dem her ist es vollkommen irrelevant gewesen an dieser Stelle. Togi ist natürlich ein starker Gegner. Sie hat Sir Finlay auch gekloppt, hat Beast vor allen Dingen, die sind also gut auf Summonings unterwegs. Sie hat vielleicht hier so eine Hyena, das heißt also, sie wird immer größer werden, wenn ihre Beasts sterben. Wir haben nur ein Poison, Quatsch, wir haben jetzt ganz viele Poisoners, das habe ich schon fast vergessen. Huch, das ist ziemlich nice. Größtes Problem ist tatsächlich, wenn sie die Chance hat, mit ihrer Hydra anzugreifen. Wenn sie eine Hydra hat und uns viel Damage auf unser Board spielt. Da wäre es Divine Shield wirklich gut gewesen, aber man kann nicht alles haben. Wir haben einen General Megasaur für Health und Poison das wenigstens gekriegt. Ich meine, Taunt und Attack hätten beides nicht, hätten absolut nichts gebracht hier an der Stelle. So, komm schon. We can win this fight. Oder Deathwing sollte wenigstens vorher ausscheiden. Unentschieden. Das ist schmerzhaft. Wir gewinnen das. Nice.
Auch wenn es nur mit einem Minion ist. Theoretisch sollte Deathwing jetzt ausschalten. Und dann sind wir in der Top 4. Komm schon, please. Okay, Sir Finley ist raus. So geht's auch. Okay, den hier nehmen wir auf jeden Fall mit. Roland. Das ist ziemlich nice. Verkaufen ihn. Spielen ihn. Das ist halt nicht so geil. Tox haben die alle schon. Plus zwei Leben wäre wahrscheinlich hier das Beste. Alternativ. Ne, warte mal, ich habe hier ein Upgrade. Den spiele ich gleich raus. Sell. Buy. Den verkaufen wir auch. Play. Begirdle. Play. Das ist ein starkes Board, aber ich bin immer noch nicht sicher, ob wir da dagegen jetzt nochmal ankommen können. Er hat halt ein Leben, aber wir sind in der Top 4 gelandet. Ich meine, das war jetzt ein sehr, sehr guter Play. Also, wow, das hat uns nochmal richtig, richtig krass nach vorne gebracht. Ich meine, wir haben hier plus 4 gekriegt. Wir haben halt richtig viel Leben gekriegt, aber dieser Plus-Damage-Buff ist halt einfach insane, den er jetzt hier hat. Plus nochmal die ganzen Summonings. Oh, wir haben eine 100%ige Winrate da jetzt gerade. Das ist sehr interessant, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, wir verlieren da eigentlich relativ safe. Aber scheinbar kommen wir noch weiter. Deathwing scheidet also hier als Vierter aus. Plus nochmal die Warnsheet dazu gekriegt. Aber ihr seht schon, meine Murlocs, die sind fast nicht mehr aufzuhalten. Das ist eigentlich ziemlich nice, muss ich sagen. Nochmal ein Buff auf all meine Murlocs. Seine Ratten kriegen jetzt auch ordentlich auf die Nase. Er hat hier nochmal ein 8 Damage to, das heißt, er könnte hier nochmal ein bisschen was verhindern, wenn er da reinrennen würde. Tut er aber tatsächlich nicht und damit ist es GG für Deathwing. Hat der Bagurgler leider einfach überlebt, hey. Komm, Toki ist auch raus, oder? Komm. Ah, Red King hat verloren gegen Toki, okay. Ich spiele auch jetzt wieder gegen Toki. Ja, wir rollen mal. Vielleicht finden wir noch einen Bagurgler irgendwo. Komm. Shit. Here we go again. Oh mein Gott, das ist halt so nice. Komm, jetzt gib mir nochmal einen. Die sind halt alle richtig, richtig fett. Tatsächlich möchte ich mal Exner einfach vorne rein spielen. Sieben Elfer war das. Bran hittet, löst das Divine Shield auf für Sneasel Shredder. Wir können das gewinnen, Leute. Wir können das gewinnen. Wir müssen ja jetzt nur gucken, dass das alles optimal läuft. Wir haben alles goldene Murlocs. Das ist halt schon ein bisschen ridiculous, wenn ich ehrlich bin. Und die sind alle sehr, sehr mächtig. Komm schon, 100%ige Winrate. 100%ige Winrate. Oder 99%ig wäre halt super nice. Yes! Oh mein Gott, das ist halt super gut. Ah, er hat ihn verkauft. Ja, nevermind. Dann brauche ich mich da jetzt eigentlich ja gar nicht so drum zu kümmern. Er cleaved hier für 20. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut gewesen. Der ist auch gone. Aber er wiederbelebt was. Oh, warte mal. Es ist kein Mac gestorben bei ihm bis jetzt. Ja, das ist dumm gelaufen, ne?
Okay, Red King hat vorhin gegen sie verloren. Das heißt also, wir gewinnen jetzt hier hoffentlich auch gegen den Red King. Und dann geht so eine Runde, die so knapp war, wo wir so hart am Struggeln waren, wirklich noch an uns. Also damit habe ich echt überhaupt nicht mehr gerechnet. Okay, den nehmen wir mal mit. Rollen. Wollen wir nicht haben. Rollen. Wollen wir nicht haben. Rollen. Wollen wir haben. Okay, insgesamt machen wir wie viel. Wie viel kriegen wir hier dazu? Wir machen einen großen Kill. Was spielt denn der Max? Max sind Stats sehr, sehr wichtig. Halt, falsch. So rum. Oh, shit. Max sind Stats wirklich, wirklich wichtig. Ich könnte eine Warleader noch kaufen. Aber sie ist halt. Ich habe zwar keine Divine Shields, aber sie ist halt einfach eine freaking 8-4er, die dann noch gebufft wird. Okay, der große Unterschied ist jetzt hier. Wir haben einmal 8-4. Plus 2 plus 2. Wir haben hier, plus 4 plus 4. Das heißt, wir hätten hier 12-8. Hier haben wir 2, 4, 6, 8, 10. 10 plus 3 sind 13. Ja, okay, wir kaufen ihn hier und spielen ihn raus. Er ist halt ein 13er, der halt einfach. Plus nochmal. Ja, stimmt nicht. Wir hätten hier auch noch den Buff gehabt aufs Ihr. Aber overall Damage ist er halt der stabilere Dude. Sterben würden sie beide gleich schnell ungefähr. Okay, Leute, komm. We can win this fight. Aber wir sind schon Top 2, das ist okay. Oh, wow, er spielt halt Menagerie. Menagerie ist ziemlich nice, muss ich sagen. Oh, holy mackerel, Alter. Holy mackerel einfach nur. Das ist ein ziemlich guter Dude. Aber das ist GG für uns. GG, well played, mein Freund. War knapp, aber wir haben es doch noch geschafft. Wow, wir sind noch Erste geworden mit Milhouse, mit so einem schlechten Start eigentlich. Holy moly. Das war wirklich gut. Und damit sind wir auf 5887. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt auf jeden Fall was in die Kommentare rein. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren für mehr Battlegrounds-Content, Hearthstone-Content oder andere Kartenspiele. Und natürlich supportet mich das kostenlos und ihr bekommt immer euren wunderschönen Hearthstone-Content. Haut rein, bis zum nächsten Mal dann, liebe Leute. Tschüss.